Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Ostende. Ja, ihr seht das, es ist kalt hier. Wir machen weiter. Das Riffelblech, da sind wir noch eine Antwort schuldig. Das soll oben wieder rauf. Jetzt machen wir es erstmal sauber. Ich würde sagen, Mats ab, auf geht's. In diesem Bereich sehen wir richtig, wie dick das hier drauf ist. Das versuchen wir möglichst gut runterzuschneiden, dass wir das dicke Zeug hier runterkriegen. Und das machen wir jetzt hier mit so einem Cutter. Dabei wollen wir natürlich versuchen, dass wir die Dachhaut möglichst wenig verletzen. Oder besser gesagt beschädigen. Und wichtig ist dabei, dass wir immer mit einer sauberen Klinge arbeiten. Hallo, da bin ich wieder. Ja, hier möchte ich euch mal eben zeigen, wie das passiert ist mit dem Wasser. Hier vorne, hier seht ihr diese Kanten, die sind hier offen. Ja, hier ist offen. Und dann ist es so, dass das Wasser hier rein kann. Ja, hier läuft es lang. Und ich hole euch jetzt mal ein bisschen ran. Und dann lief es hier sozusagen hier zwischendurch. Hier ist keine Dichtmasse um zu. Ja, und dann lief es hier zwischendurch da hinein. Und das ist natürlich fatal, ja. Und deswegen ist das schon ein vorprogrammierter Fehler, weil da kann man natürlich nichts dran machen. Hier könnt ihr sehen, wie die Klebebahnen aufgetragen sind. Sie laufen immer von hier, hier rüber, dorthin. Immer in solchen Streifen, ja. Warum Hümer das so gemacht hat, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, wenn wir das hier so dicht machen wie hier. Das machen wir auch wieder, weil von hier kommt das Wasser. Aber wir werden das auch wieder mit solchen Streifen machen. Wenn wir hier den Kleber auftragen, an der Platte, an der ganzen Kante lang, und wir haben hier drinnen immer so kleine Hohlräume, dann kann A passieren, dass der Kleber, weil ja durch die Luft der Kleber auch aushärtet, das eventuell gar nicht richtig aushärtet hier in der Mitte. Oder das Zweite ist, hier können sich Gaswolken entstehen, dass vielleicht doch irgendwo in diesen Zwischenraum Wasser kommt und dass wir hier Beulen haben. Und das wollen wir beides nicht. Ich glaube, wir werden es wieder nach außen hier offen machen, dass das Wasser da wieder weg kann. Hier machen wir natürlich in diesem Bereich das vernünftig zu. Aber ich glaube, ansonsten werden wir den Kleber wieder genauso machen, wie es hier gemacht wurde, weil da hat sich Hümer was bei gedacht. Das ist nicht einfach so. Damit wir hier überall ein bisschen besser rankommen, nehmen wir diese Dachhauben runter. Und als wir sie runtergenommen haben, ja, so sieht das da drunter aus. Die ist auch los. Die können wir auch runternehmen. Aber auch die werden nachher neu eingesetzt, beziehungsweise wir dichten sie neu ab. Ja, damit wir hier nachher besser rankommen mit der Aluschiene. Aber das ganze Ding können wir auch ausbauen hier. Okay. Wisst ihr Bescheid? Übung macht den Meister. Und dann kriegt man hier schon ganz schön lange Fladen ab. Wenn der runter ist, so, dann ist es auch komplett weg. Ja, nur eine ganz leichte Erhebung nach. So haben wir keine Beschädigungen dran. Ihr müsst nur dran denken, scharfe Klingen müsst ihr haben. So, hier zeige ich euch mal, wie ich den Abdruck genommen habe mit dieser Nadellehre. Die drückt ihr hier ganz vorsichtig drauf. So. Und jetzt habt ihr diesen Winkel. Habt ihr es gesehen? So, die wird hier so raufgedrückt. Ja. Und diese haben wir dann auf ein Stück Papier genommen und übertragen. Und hier seht ihr von oben, dass das hier genau passt. Und das Ganze, das ist jetzt unser Winkel. So in der Art soll unsere Platte da später drauf liegen. Okay, versuchen wir mal, machen wir mal die Platte. Komm, hier sind wir jetzt bei der Firma Schütte. Hier können die diese Reparatur machen. Also Reparatur ist es ja nicht. Wir wollen ja nur ein kleines Blech ein bisschen biegen, die Stellen zurechtschneiden. Das machen wir hier.
die können das, kein Thema, bis denn. Und ich hoffe, ihr könnt uns sehen. Ja, hier ist unser Angriffsfeld. Wir sind mal ein bisschen angezogen. Um das Ganze mal hier zu rechtschreiben. Erstmal schlagen wir den aus der Augen. Hier sehen wir die Maschine, mit der wir das Alublech jetzt den richtigen Winkel verpassen werden. Und hier sehen wir Renke. Renke, sag mal hallo. Hallo. Schön. Der wird die Maschine dementsprechend einstellen, dass wir das alles richtig hinkriegen. Und jetzt will ich das aber... Ich bin genau dabei. Jetzt wollen wir... Und jetzt war die Kamera aus. Naja, wir haben noch eine Chance. Das war's. Jetzt ist die Länge richtig. Hier sehen wir Renke bei der Arbeit. Der bereitet unsere Maschine jetzt hier vor, dass wir das Alublech so richtig schön jetzt ankanten. Das heißt winkeln sozusagen. Und dazu muss Renke gleich diese Maschine hier, die wir hier sehen, richtig schön mit Daten füttern, sonst wird das nichts. So, nun wird hier mal eine vernünftige Gradmessung gemacht, dass wir den Winkel so richtig haben. Denn da reicht dem Renke mein kleines Stück Pappe nämlich nicht mehr aus. Das ist unser Winkel und das sind die Werkzeuge, die da aufeinander drücken. Das untere ist der Amboss. Nee, das ist die Matrize. Das ist die Matrize. Und das obere? Das ist der Stempel. Ist da gar kein Amboss? Nein. Oh, okay. Naja, aber so wird es nun gewinkelt. Denken Sie, das wird gekantet und nicht gewinkelt. Jetzt machen wir hier die Probebiegung. So kommt der Augenblick. Geschafft, es fällt nur ein Wurf auf dem Wohnwagen damit. Ne? Nee, Wohnmobil, sowas. Auf geht's. Das Stempel gibt uns einen Daumen hoch. Zeit, ja. Das Stempel. Denke, ist uns das gut gelungen? Ja, würde ich sagen. Sieht gut aus, ne? Ja. Ja. Ihr schön, wird vernünftig gearbeitet, ne? Ja. Das will ich meinen. Voll. Danke. Tschüss. So, jetzt habt ihr den Film von dem Alublech gesehen, wie weit wir sind. Ja, es ist ja nun immer noch mächtig kalt. Wir haben uns jetzt doch entschlossen, diesen Film jetzt erstmal zu zeigen. Das habt ihr gesehen. Ich blende euch hier oben mal eben ein. Das passt auch rauf, das Alublech. Und da machen wir einen extra Film wegen Kleben. Also irgendwie sieht das nicht danach aus, dass wir jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Wochen zum Kleben kommen. Aber dann ist das schon mal soweit abgehandelt. Da könnt ihr dann ja schon mal unter Aluriffelblech sehen, wie wir das Blech gefertigt haben. Ja, ich hoffe, euch hat der Film gefallen und sagt dann bis denne, Ostenne. Tschüssi.